Da sind wir also beim Schneehühnerstock, beim höchsten Punkt dieser Verbindung an der Mazedrun. Jetzt miteinander. Meine Ausrüstung, ein Stock und eine Kamera. Das heisst, ich nehme euch jetzt mit auf die erste Fahrt. Wow! Herrlicher Pulver, leck doch mir nochmal! Huhu! Da geht es jetzt hinter eine richtig fälle Lücke. Traversieren hier noch ein bisschen, weil hier habe ich einen wunderschönen Pulverschneehang gesehen. Und hier unten für uns, es ist die Oberalp dort unten. Es ist eine sogenannte gesicherte Abfahrtsroute. Und trotzdem muss man die Augen ein bisschen offen haben für alles, was da kommt. Für einen Felsen an einem Ort, einen Wächten. Ja, zum Schluss fahren wir jetzt noch eine kleine Traverse. Hoch rausfahren. Höhe behalten. So, da wären wir am Ziel von unserer Abfahrt vom Schneehühnerstock auf den Oberalppass ab. Etwa 3 Kilometer. Ganz eine spezielle Abfahrt, muss ich sagen. Nächstes Jahr werden wir hier eine Gondelbahn aufbauen. Und selbstverständlich wird man dann auch eine richtige Piste präparieren. Aber von mir jetzt nur ein Gratis-Tipp. Kommt jetzt, weil jetzt findet ihr hier ein absolutes Abenteuer, ein ganz spezielles Erlebnis. Ziemlich wild.